Hallo, hört ihr mich? Ja, alles okay? So, erstmal hallo von mir auch nochmal. Ganz andere Perspektive als von da hinten. Warum stehe ich hier? Warum darf ich mich zu MLIs and Friends zählen? Grundlegend kurz, was wir tun. Ich persönlich arbeite seit 10 Jahren im Bereich Import aus dem asiatischen Raum. Für große Firmen, unter anderem auch, wir haben eine relativ große Spielwarenmarke 2009 aufgebaut, das hat relativ gut funktioniert. Vor 3,5 Jahren haben wir uns selbstständig gemacht als Sourcing-Agenten, Produkt-Scout für eigentlich den klassischen Retail. Das heißt, wir arbeiten wirklich auf projektbasierend für eigentlich fast alle großen Supermarktketten zuzüglich Mediamarkt, Saturn, etc., wenn die quasi spezielle Anfragen haben oder von uns Angebote bekommen. Das heißt, ich bin derjenige, den Aldi anruft, wenn sie 40.000 Schüsseln brauchen. Wie kommen wir zu FBA? Entschuldigung, ich bin ein bisschen nervös. Das ist tatsächlich mein erster... Du machst das super. Genau, wie kommen wir zur FBA? Wir haben selber einen kleinen Amazon-Shop über einen relativ langen Zeitraum betrieben. Knapp 3 Jahre haben dort Restposten unserer Kunden verkauft. Das heißt, der Kunde hat noch irgendwie bestellt 5.000 Stück, 200 bleiben über, wird nicht abgefragt, ist zurückgegangen, haben wir verkauft. War so mittelspannend, weil wir auch ehrlich gestehen müssen, dass wir uns nicht um irgendwelche Optimierungen, Werbung, etc. gekümmert haben. Wir haben die Produkte online gestellt, haben die verkauft, haben dann vor knapp 3 Monaten beschlossen, okay, wir wollen es jetzt richtig machen. Wir wollen auch unsere eigenen Produkte bringen, einfach dadurch, dass wir merken, also relativ stark, das Mikro ist ja super, einfach, dass der Retail schwächer wird. Um nicht zu sagen, auch Kunden, die pleite gehen, 75 Jahre am Markt, der Großvater hat die Firma gegründet, gehen pleite, einfach der Retail ist nicht am Aussterben, es gibt mit Sicherheit dafür auch einen Markt, aber es wird schwächer und schwächer und schwächer. Und einfach dadurch, dass wir jetzt wirklich dieses Sourcing in allen möglichen Bereichen machen, nicht nur Spielzeug, wir machen Haushaltsartikel, wir machen Deko ganz viel, wir machen Elektronik, wir haben für Mediamarkt eine komplette GSM-Reihe aufgebaut, wir machen MFI-Kabel, alles in die Richtung, hat sich einfach ein Portfolio an Produkten aufgebaut, das auch niemand mehr abdecken kann, das meine Kunden nicht abdecken können und da fallen Produkte einfach auch runter. Man hat das Beispiel, Edeka, der Einkäufer ist 62. Okay, ich gehe hin, biete ihm ein Produkt an, er versteht es nicht, es wird nicht gemacht. Produkt ist super, kann sich wunderbar verkaufen. Okay, das heißt, wir haben uns überlegt, wir werden Produkte nehmen und die quasi FBA verkaufen. Einfach ein bisschen als Zusatzgeschäft, weil es uns auch persönlich interessiert. Aus dem Grund sind wir dann in die Facebook Private Label FBA Community eingetreten und haben relativ schnell den Florian Berger kennengelernt. Der war auch, glaube ich, relativ schnell auch bald dann bei uns. Ja, ich glaube in derselben Woche. Im wunderschönen Schwarzwald. Und haben einfach besprochen, dass wir, wenn wir unsere Kompetenzen bündeln, dem Kunden das komplette Sortiment anbieten können. Das heißt, wir besorgen dem Kunden irgendwas. Es geht natürlich über Beratung, weil man muss auch schon gestehen, dass manche Produkte einfach auch keinen Sinn machen. Das heißt, okay, wir sprechen mit dem Kunden, wir beraten den Kunden, was macht Sinn. Es wird über die Tools getrackt. Wir besorgen das, der Kunde kriegt es fertig auf Lager bei sich nach Deutschland, muss sich um überhaupt nichts kümmern, gar nichts. Wir machen Verpackungen, wir machen Handbücher, wir machen alles wirklich so, wie der Kunde das möchte. Und ShopDoc optimiert es, bringt es auf Amazon und macht es hoffentlich immer zum Bestseller. Kannst du ganz kurz das Konzept nochmal erklären? Also sprich, ihr sourced eigentlich für einen Kunden.
Genau, richtig. Verarbeitet dann die Produkte auch selber bei Amazon? Nein, das ist nur ein Nebenbeigeschäft. Also hauptsächlich tatsächlich kommt der Kunde zu uns. Ja, ne? Genau, richtig. Das Prinzip ist, okay, der Kunde hat keine Lust, selbst nach China zu gehen oder hat Angst davor oder hat einfach nicht die Erfahrung. Kommt zu uns, sagt, okay, ich habe eine Produktidee, wir sprechen das durch. Er bekommt das von uns, kriegt einen natürlichen Vertrag, dass nur er das kriegt und ist damit dann absolut raus. Also muss sich wirklich um gar nichts kümmern. Die Ware wird fertig bei ihm aufs Lager gestellt, er muss nur zu Amazon geben und die verkaufen. Wir bringen alles notwendige Wissen einfach rein. Also das heißt, wir kümmern uns auch um so leidige Themen wie Zertifikate, rechtliches, Kennzeichnungspflichten, alles wunderbare Themen, die leider Gottes von einem großen Teil der Private Label Community ignoriert werden, was zu einem Problem wird. Wir kennen das aus dem Retail, dass die Gesetzgeber werden aufmerksam auf die Sachen und wenn die Sachen nicht in Ordnung sind, kriegt ihr einfach auf die Finger geklopft. Zuzüglich, dass ich persönlich als Endkunde auch keine Produkte kaufen möchte, die direkt aus China über AliExpress gekauft worden sind, 100 Stück, fabrikfein, ist für unseren europäischen Markt einfach so, ja, nicht machbar und es ist regelkonform. Da hake ich, Christian, hake ich noch ganz kurz rein. Kann ich euch eine Geschichte erzählen? Ich komme ja aus dem Kfz-Bereich und nicht nur einmal habe ich Sorge dafür getragen, dass wirklich Läger leer gepfändet worden sind und die Ware zur Vernichtung dann freigegeben worden ist. Ich hatte auch mal eine Anzeige selber gegen Amazon gemacht, recht erfolgreich. Es ging hier darum, dass eben eine Kennzeichnung bzw. Zulassungspflicht nicht beachtet worden ist. Also das ist jetzt auch keine Geschichte, die er erzählt. Es sind tatsächlich reale und existierende Risiken. Und wenn euch mal eben eine LED-Leuchte mit einem Warenbestand von 70.000 oder 80.000 Euro gepfändet wird, dann ist das ärgerlich. Und dann kann das eure Existenz kosten. Also es sind wirklich in der Tat Konformitäten ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auf den er hier hingewiesen hat, der Christian. Richtig. Also es sind Sachen, die passieren. Ja, Frage? Kümmert ihr euch auch um so Markenschutzgeschichten? Also, nicht nur um die Marke selber, die man die Marke geschützt hat, sondern auch Geschmacksmuster? Nein, darum muss sich der Kunde selber kümmern. Okay. Aber wir bereiten ihm alles auf, natürlich. Also ein Markenbuilding begleiten wir aktiv, auch mit Design und mit Vorschlägen dazu, aber wir sind keine Rechtsanwälte. Also ich kann keinen Markenschutz machen, darum muss sich der Kunde tatsächlich selber kümmern. Einfach weil, ja, da muss wirklich ein Jurist dran. Die Frage kannst du aber gleich stellen an die junge Dame ganz vorne rechts, und zwar die wunderschöne blonde Dame, meine Frau, die wird euch helfen können dazu. Genau. Und wirklich, es ist ein wichtiges Thema. Ich habe, ich bin jetzt in den Facebook-Gruppen aktiv ungefähr 3 Monate und ich kriege pro Woche 3 bis 4 Anfragen, da wird mir schlecht. Wirklich, da wird mir wirklich schlecht. Da bringen Leute Sachen mit Lebensmitteln in Kontakt und wissen gar nichts, kümmern sich nicht um Zertifikate oder sonst irgendwas. Und das Zeug kommt hierher, das Zeug kauft ihr als Endkunde, das Zeug kauft eure Familie und es ist einfach nicht in Ordnung. Oder als weiteres Beispiel Elektronikartikel. Elektronikartikel, spannender Markt, gute Marge, man kann verdammt viel Geld damit verdienen, aber man kann auch wirklich ganz böse auf die Schnauze fallen. Grundlegend 0,04% aller iPhone-Ladegeräte brennen und brennen richtig. Mit Personenschaden und das müsst ihr im Hinterkopf halten. Original iPhone. Und dann überlegt euch, okay, es geht jetzt jemand auf AliExpress, Private Label, ich hab gesehen, okay, hab das mit den Tools getrackt, verkauft sich super, Bombenteil, Autocharger, kümmert sich um gar nichts, bringt das Zeug hierher, es ist nicht in keinster Weise geschirmt oder sonst irgendwas und es geht in Flammen auf. Dann ist Produkthaftpflicht, Versicherung, das Zauberwort. Weil es kann tatsächlich auch passieren, dass Leute verletzt werden. Nur kurz, okay, das mache ich. wie arbeiten wir? Kurz zur Übersicht, was ich heute anreißen werde. Einfach nochmal Referenzen, ein paar Produkte zu zeigen, was wir so gemacht haben. Wie mein Sourcing tatsächlich funktioniert. Wie ich persönlich arbeite, unter anderem unter unterschiedlichsten Voraussetzungen, ob jetzt der Kunde zu mir kommt, was sucht oder ob ich aktiv rausgehe. Wie gehe ich mit dem Lieferanten um?
Einfach ein paar Tipps zur Kommunikation. China ist nicht Deutschland. Die kulturellen Unterschiede sind massiv und je besser ihr die Kultur versteht und euch da reindenken könnt, desto besser ist euer Geschäft. Einfach, weil es anders funktioniert. Genau, Ausblick, Einschätzung wäre dann nochmal so ein bisschen, oh, ich spiele Kristallkugel und Fragen. Okay, einfach das kurz, was ich erzählt habe, ein paar Sachen, die wir gemacht haben. Wie gesagt, auch Kleidung, Deko, wunderschöne Drohnen, ganz tolles Geschäft. Schwierig. Gerade Spielzeug wird auch immer schwieriger. Wir beliefern jetzt seit 4 Jahren Aldi mit funkferngesteuertem Spielzeug. Das kostet uns so unvorstellbar viel schlaflose Nächte. Und ein Auftrag, ein halbes Jahr Arbeit. Also, good luck. Genau, einfach Sourcing, auch nochmal hier so ein paar Sachen. Für uns, also für mich persönlich, ist das Wichtigste da eigentlich meine Hauptaufgabe ja auch als Produkt-Scout ist, die Messen. Die Messen sind Weapon of Choice. Ich glaube, der Marc hatte das erste Mal dieses Jahr die Gelegenheit zur Canton Fair. Ja, ich hatte dieses Jahr, vor ein paar Wochen war ich zur zweiten Phase und hatte dort halt auch einen kleinen Stammtisch gemacht, ja. Genau, ist einfach das Wichtigste. Die Canton-Messe ist Weapon of Choice. Ihr sucht neue Produkte, dann fahrt dorthin. Gebt das Geld aus. Grundlegend, ja, die Risiken, die Barrieren sind da, aber es ist alles machbar. Fabrikbesuche natürlich auch extrem wichtig, Kontakte und unser aller Lieblingsthema Alibaba. So, kurzer Blick, Canton-Messe oben. Drei von diesen Hallen. Ich bin mir nicht genau sicher, wie viele Hallen es sind. Es sind, glaube ich, um die 16 Hallen pro Komplex. Die Canton-Messe hat 3 Phasen, einfach weil es zu viel ist. Die Phasen orientieren sich nach Produktgruppen. IT ist zum Beispiel in der ersten Phase. Normalerweise mache ich immer Phase 2 ist Spielzeug, Deko, Gifts, Premium, Garten, Sport, bunt gemischt. Phase 3 ist dann für mich jetzt persönlich nicht mehr so interessant, das sind dann auch Maschinen und zum Beispiel. Aber Phase 2 ist eigentlich immer Weapon of Choice. Natürlich gibt es in Hongkong auch diverse Spezialmessen. Da muss man sich aber tatsächlich schon vorher im Klaren sein. Okay, was will ich machen? In welche Produktrichtung gehe ich? Und einfach wirklich clever überlegen, möchte ich nach Hongkong fliegen? Möchte ich diese Messe machen? Spielbahnmesse zum Beispiel. Es gibt eine reine Lichtmesse. Das ist natürlich okay für einfach für jemanden, der tatsächlich schon in dem Bereich ist. Wenn ihr wirklich Produkte sucht, was ja immer wichtiger wird und immer schneller, die einfach neu sind, die noch niemand hat, die auch wahrscheinlich kein FBAler so einfach auf Alibaba findet, fliegt auf die Canton-Messe. Macht euch einen Plan. Die Messe ist sehr stark strukturiert, das heißt, ihr habt zum Beispiel 4 Hallen nur Spielzeug. 4 Hallen sind machbar, wenn ihr ein bisschen Ahnung habt. Aber nehmt euch Zeit. Es macht immer Sinn, auch durch die anderen Hallen zu gehen. Einfach, es ist auch spannend. Also es ist riesengroß, es sind Unmengen Menschen dort und ihr findet wirklich alles. 98% der Produkte, die überall stehen, auch hier in dem Raum, ist made in China. Und ihr findet wirklich komplett das komplette Sortiment. Ist anstrengend, einfach weil es auch komplett bunt durchgemischt ist. Ich mache die komplette Messe, einfach weil wir unterschiedliche Kunden haben. Wir beliefern Kunden im Bereich von wirklich hochwertiger IT bis hin zu Ramsch, bis hin wirklich Schüttenware. Ich brauche die kompletten 5 Tage, nehmt euch vernünftige Schuhe mit, macht euch einen Plan. Und behaltet im Hinterkopf, eine Messe in China ist auch nicht wie eine Messe in Deutschland. Ihr habt erstens, also um einfach mal ein bisschen noch ein bisschen die Bälle flach zu halten, es gibt keine Sprachbarriere. Normalerweise ist jemand da, der Englisch spricht. Das funktioniert ganz gut. Allerdings erwartet zum Beispiel nicht, dass ihr dem Chinesen eine Karte gebt und der meldet sich dann. Nein, das passiert ungefähr 30%. Das heißt, nehmt euch eine Karte mit, fotografiert die Karte
fotografiert jedes einzelne Produkt, was ihr haben wollt und fragt das Angebot nochmal an. Einfach weil, oh, die Chinesen vergessen es, es geht einfach verloren, sonst was, der Ansprechpartner wechselt, whatever. Also ihr müsst quasi wirklich dranbleiben. Ihr müsst wirklich auch jedes einzelne Produkt fotografieren. Es gibt Stände mit 5000 Produkten. Sucht euch die Sachen raus, die ihr haben wollt, nehmt's raus, sprecht mit dem Chinesen kurz und nehmt's mit nach Hause, fragt's von daheim an. Funktioniert wesentlich besser. Ich habe die Fehler gemacht. Das erste Mal Messe, okay, ich bin rumgelaufen, habe gedacht, okay, hier nehmt meine Karte, kontaktiert mich schon. Ja, nein, tschüss. Passiert nicht. Ich habe auch eine andere Einstellung. Ich weiß nicht, wie viele Leute die Importbibel gelesen haben. Ich denke, was der Manuel macht, ist absolut gut und er macht das auch sehr professionell. Ich gehe es nur anders ran. Also ich würde auch auf der Messe jetzt keine wirklichen Geschäftsgespräche führen. Dafür ist die Zeit zu knapp. Ich muss die ganze Messe machen, ich habe 5 Tage Zeit. Wenn ich zum ersten Mal hinfahre, brauche ich allein schon einen halben Tag, um überhaupt den Ausweis zu kriegen. Das heißt wirklich durch Karte, Produkte fotografieren, Gespräche im Nachhinein, vielleicht, wenn ihr die Gelegenheit habt, weiterzufahren, Fabrikbesuche, dort kann man das besser besprechen als auf der Messe. Weil grundlegend auch derjenige, der Englisch spricht auf dem Stand, hat eigentlich auch nichts zu sagen. Das ist leider Gottes der Fall. Das heißt, man muss dann schon mit jemandem sprechen, der auch ein bisschen Plan hat. Genau, Fabrikbesuche. Das ist tatsächlich eigentlich das, was man grundlegend immer machen sollte. Problem ist, China ist durch den Staat und die Regierung in Sonderwirtschaftszonen eingeteilt. Das heißt, wenn ihr jetzt ein buntes Potpourri an Produkten habt, sind die meistens ganz, ganz weit verteilt. Wenn ihr jetzt nur Spielzeug macht, könnt ihr in eine Stadt fahren, könnt dort so viele Fabriken, wie ihr Zeit habt und Muße, nicht mehr als 3 pro Tag, kann ich empfehlen, einfach weil ihr es nicht schafft. Aber ihr könnt jetzt zum Beispiel, das Problem ist, wenn wir jetzt Spielzeug sourcen würden, und zuzüglich noch Haushaltsartikel. Okay, habe ich ein Problem, weil Spielzeug ist in Stadt A, Haushaltsartikel ist in Stadt B. Stadt B ist 2.500 Kilometer weg. Kann man machen, ist aber ein bisschen nicht so richtig zielführend. Die Fabrik an sich, es gibt Unterschiede. Also es ist tatsächlich je nach Produktrichtung einfach ein wirklich auch buntes Spektrum von sehr High Class mit, ich muss mir Überzieher über die Schuhe anziehen, ich muss mir einen Kittel anziehen, kann dann eine vernünftige, saubere Production Line mir anschauen, bis hin wirklich, oh, jemand macht ein Garagentor auf, dort sitzen 2 Arbeiter und die schrauben Sachen zusammen. Passiert. Wichtig, auch hier müsst ihr nach Produktgruppen unterscheiden. Elektronik in Shenzhen ist eigentlich im Regelfall das Hochwertigste, was ihr an Fabriken sehen könnt. Ihr müsst es nur im Hinterkopf behalten. Wenn ihr jetzt tatsächlich irgendwo hinfahrt, wo Artikel gemacht werden, die jetzt nicht ganz so professionell sind, dann sind die Fabriken natürlich auch nicht ganz so professionell. Das müsst ihr können. Kinderarbeit ist ein Thema, immer noch. In Shenzhen nicht, aber ich habe tatsächlich auch schon, unser Leitspruch ist immer, wenn wir Spielzeug anbieten, von Kindern für Kinder. Habe ich gesehen, es gibt Maßnahmen, die man tatsächlich ergreifen kann. Es gibt Zertifizierungen, es gibt Auditierungen, es gibt in Deutschland ganz viele Kunden, die auch erwarten, dass die Produkte aus Fabriken kommen, die zertifiziert sind und wirklich auditiert sind. Wenn wir für große Retailer Aufträge machen, schicken die ihre eigenen Leute hin, kontrollieren das. Kann auch böse nach hinten losgehen, also wir haben auch schon Auditierungen bekommen, wo dann kriegt man so einen 8-seitigen Schrieb, da wird einem auch moralisch einfach schlecht. Gibt es dann keine Notfalltüren, oh, von den 100 Arbeitern haben dann 50 Leute keinen Pass, plötzlich haben sie alle verloren und so Späße passiert, weitergehen. Macht euch einfach Gedanken, was will ich kaufen, wo will ich es kaufen und was kann ich auch persönlich für mich selber
verantworten. Das heißt nicht, dass eine kleine Fabrik schlechte Produkte produzieren muss und eine große Fabrik muss keine guten Produkte produzieren. Das ist so. Gute Ansatzpunkte sind tatsächlich immer, okay, ist es einigermaßen sauber, wie ist die Belüftung, wie sieht es generell. Verlasst euch so ein bisschen auf euer Bauchgefühl. Ich war auch schon bei 50 Grad in Gehäusefabriken, die in den Räumen ohne Klimatisierung, ohne Fenster, ohne Belüftung lackiert worden sind. Da kriege ich nach 5 Minuten so Kopfschmerzen, dass ich einfach wirklich nach hinten rausfallen will. Und die Leute arbeiten da 15 Stunden. Das ist so, das ist unser Business. Damit müssen wir tatsächlich alle leben und auch einfach klarkommen. So. Alibaba. Darf ich mal eine Frage stellen? Ja, na klar. Kann man den Zertifikaten trauen, die in China? Also jetzt ist BSC, kann man den trauen? Natürlich, in China ist nichts kopiert. BSC ist ein ganz gutes Thema. BSC natürlich, das ist eine internationale Geschichte. Es ist wahrscheinlich nicht ganz den Regeln konform. Muss man tatsächlich sagen, einfach weil, ja, also es war früher viel schlimmer als es jetzt ist, einfach durch die neue Regierung, die einen verdammt guten Job macht. Früher war halt Money under the table. Das heißt, okay, der Prüfer geht hin, schaut sich die Sachen an, die Sachen sind nicht okay. Okay, kriege ich ein bisschen Geld für meine Familie. Wandelt sich extrem. Im Moment wirklich. Die Qualität wird besser, einfach weil die Regierung da mit dem Stahlwesen durchgeht. Die haben ganze Städte aufgeräumt. Und das merkt man. Es ist ein stetiger Wandel. Und Leute, die jetzt bei sowas erwischt werden, kriegen richtig Ärger. Ist gerade jetzt dieses Jahr, haben sie ja, glaube ich, irgendwie 10 sehr hochrangige Parteifunktionäre wirklich für Ewigkeiten verknackt. Einfach Korruption. Das ist ein Thema, das wird auch immer ein Thema bleiben. Ist auch ein bisschen der Grund, warum jetzt vor Chinese New Year die Frachtraten steigen. Einfach weil der Zöllner in China gerne auch mal seiner Familie auch mal was schenken möchte. Ja, es wird nicht Europa werden wahrscheinlich, aber es wird besser. Und BSC ist natürlich wirklich einfach eine entscheidende Geschichte. Das überprüfen wir auch und normalerweise schicken wir ja dann auch noch externe Leute zum einfach zum Schauen. Und ich habe mittlerweile, also ich habe wirklich, lass es 500 Fabriken, mehr Fabriken gesehen. Man sieht es auch schon. Also man hat ein Gefühl dafür. Klar sind die Ansprüche nicht wie jetzt in Deutschland. Das kann niemand erwarten. Das wird irgendwann kommen. Es gibt auch schon Fabriken, die wirklich sehr hohen Standard haben. Aber gerade für Produkte, die jetzt nicht so anspruchsvoll sind, damit muss man leben. Genau, mein Lieblingsthema, auch das Lieblingsthema für die ganze Private Label Community, Alibaba. Wir arbeiten auch damit. Es ist nicht tatsächlich, normalerweise würde ich die Kontakte lieber vor Ort finden und würde auch vor Ort mir die Sachen anschauen. Es ist einfach nicht machbar. Es ist einfach von der Zeit her nicht machbar und vom Hin- und Herfliegen und sowas. Grundlegend, ich arbeite jetzt seit 7, 8 Jahren mit Alibaba. All das, was man hört, ist meines Erachtens Quatsch. Das heißt, okay, ihr könnt nicht davon ausgehen, die Seite sieht gut aus. Dann ist es eine Fabrik oder der beste Seller überhaupt. Okay, das ist ein Gold Supplier. Ja, ist Quatsch. Alibaba ist reines Pay-to-Win. Derjenige, der bezahlt, kriegt's. Das heißt, es ist auch hier interessant, anders als jetzt Google zum Beispiel, wirklich auch mal auf Seite 20 zu springen. Grundlegend habe ich eher die Erfahrung gemacht, je schlechter die Alibaba-Seite ist, desto eher habe ich eine Fabrik. Einfach wirklich im Hinterkopf behalten, gute Bilder, alles total super, 5 Kontakte, ja, ist normalerweise Fake. Ist einfach, okay, ich habe die größte Kohle, ich gebe die meiste Kohle aus und deswegen werde ich dort angezeigt. AliExpress finde ich persönlich ganz furchtbar, einfach weil man gar nichts verändern kann, man kann mit den Leuten nicht sprechen, überhaupt nichts und die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Schrott bekommt, ist eigentlich ja, 80-90%. Glück haben kann man immer, dann lasst die Qualität gut sein, aber dass das Produkt für einen deutschen oder für einen europäischen Markt verkaufbar ist, tendiert gen Null.
Einfach weil der Anspruch ein anderer ist. Meine Meinung, meine Erfahrung. Klar, es ist ein super Tool, man findet Produkte super schnell, aber man muss es auch tatsächlich wirklich ein bisschen planvoll machen. Ich versuche auch die Kommunikation so schnell wie möglich aus Alibaba rauszuholen. Das heißt, wenn ich einen Supplier kontaktiere auf Alibaba, gar nicht mit Fragen, keine große Anschrift, einfach nur, okay, hier, ich bin das und das, ich will das und das, schick mir eine Quotation, kontaktiere mich hier und hier. Vorsortierung ist extrem wichtig, auch hier. Einfach, ihr könnt schon sehen, da wo der nach dem Namen der Fabrik oder dem Trader könnt ihr sortieren, okay, passt das oder passt es nicht. Auch hier wieder die Sonderwirtschaftsgeschichte. Wenn ich jetzt einen Spielwarenhersteller finde, der Peking in seinem Firmennamen hat, weiß ich, okay, das kann nicht passen. Passt nicht. Funktioniert nicht. Das heißt, informiert euch. Wo kommen meine Produkte her? Wo werden die Produkte produziert? Was macht tatsächlich Sinn? Mein persönliches Lieblingsbeispiel und ist in dem Fall immer Ibu. Ist auch unter den Chinesen ein bisschen schwierig und hier geht es um den Ibu Market. Der Ibu Market ist eigentlich 365 Tage Messe. Da kann man hinfahren, allerdings ist es wirklich von der Qualität her das Unterste, was ihr aus China bekommen könnt. Das heißt, ihr könnt auch dort natürlich Glück haben, aber wenn jetzt eine Firma, Ibu, und das sind ganz viele so Plastikteile, die macht, eigentlich könnt ihr da alles kriegen, für kleine Scheine, alles super, Qualität ist immer zweifelhaft. Das sagt euch auch eigentlich jeder Chinese, mit dem man sich darüber unterhält. Also macht euch einen Plan, okay, das will ich kaufen, da kommt's her, macht das Sinn, kontaktiert. Ihr sucht ein Produkt, kontaktiert mindestens 25 bis 30 Supplier. Ihr werdet je nach Ansprache, je nach Region, je nach Produkt unterschiedlich viele Antworten bekommen. Das heißt, es macht einfach Sinn, wirklich so viel wie möglich zu kontaktieren und danach zu sortieren. Einfach die Kommunikation rauszunehmen aus Alibaba in bestimmte Tools, welche ich absolut empfehlen kann, wer Geschäfte mit China macht, nutzt die Tools, die die Chinesen benutzen. Es gibt eine WhatsApp-Art, das ist WeChat, es gibt einen Chat, QQ. Wenn ihr die beiden Sachen nutzt, denken die Chinesen direkt, okay, ihr seid total professionell, ihr wart schon 100 Mal in China und ihr habt einen ganz anderen Anspruch. Klar könnt ihr über Skype kommunizieren, aber die Tools sind besser. Einfach, weil ich ganz häufig in der ersten Kommunikation mit den Leuten fängt an, okay, ja, you use QQ? Nobody use QQ. Ja, das heißt, dann kommt man direkt ins Gespräch, du kommst rein, okay, dann kommt die nächste Frage, wie oft warst du schon in China? Ich, keine Ahnung, 25, 30 Mal. Einfach ins Gespräch kommen, Gefühl für die Leute kriegen. Das ist tatsächlich wahrscheinlich jetzt für einen Europäer, ja, QQ, also wirklich QQ, ist das Chat-Tool und WeChat, W-E-Chat, ist quasi WhatsApp für China. Findet ihr alle in den Stores, also im Apple und im Google Store zum Download? Genau. WhatsApp nutzen die Chinesen seit diesem Jahr auch massiv, aber das sind tatsächlich wirklich einfach die Äquivalente in China. Als ich angefangen habe, mit QQ war das alles noch komplett auf Chinesisch. War ein bisschen schwierig. Ich mir tatsächlich erklären lassen müssen. Gibt es mittlerweile international. Gibt es, glaube ich, auf Deutsch. Ich nutze es auf Englisch. Aber wie gesagt, ich glaube, es gibt es tatsächlich sogar auf Deutsch. Kann man ganz normal nutzen. Sollte man einfach, um wirklich so ein bisschen, die Leute auch anzusprechen, abzuholen. Das Geschäft mit China funktioniert anders als rein in Deutschland. Ihr habt eher eine persönliche Beziehung, man spricht auch über Familie, auch direkt schon in den ersten Gesprächen. Also das heißt, wenn ihr wirklich, wundert euch nicht, dass die Fragen kommen, oh, bist du verheiratet, wie sieht's aus mit Kindern, grundlegend, wie oft warst du schon in China, was hältst du von China, ist okay, sprecht mit den Leuten, kriegt einfach ein Gefühl dafür. Wenn ihr ein gutes Gefühl mit dem Lieferanten habt und auch einfach respektvoll der Kultur entgegentretet, dann habt ihr ein ganz anderes Geschäft.
Mein Pro-Tipp ist immer noch, lernt ein bisschen Chinesisch. Macht Sinn. Auch einfach vor Ort, einfach um Respekt zu zeigen. Nichts Gravierendes. Bisschen Zahlen, bisschen wie geht's, bisschen einfach auch mal, oh, ich hätte gerne ein kaltes Bier im Restaurant. Macht Sinn. Einfach auch dadurch, dass abseits der großen Städte habt ihr Plätze, da spricht niemand Englisch. Da seid ihr verloren. Wenn ihr wirklich ins Inland fahrt, in Hotels. Ich war in Hotels, 5 Sterne, Riesenteil, super viele Bedienstete, ja, kein Englisch. Okay, was machst du? Und dann platzt dir nachts um 2:30 die Glühbirne über dem Bett. Super Aktion, Sicherung raus. Traumhaft, das erklär mal. Ja, bitte. Richtig. Gerade beim Zugfahren. Im Supermarkt war ein riesen Kaufhaus. Ja. Die haben mich angeguckt, als kenne ich vom Mars. Und genau. Ja, ja, das passiert. Ja, das heißt, lernen, was du haben willst. Lernen, okay, ich hätte gerne eine kalte Cola auf Chinesisch. Ich hätte gerne ein Bier. Wie gesagt, es war hier auch wichtig, kalt, weil sonst kriegt ihr ein warmes. Wenn ihr Raucher seid, lernt, was heißt, okay, ich möchte Zigaretten haben. Einfach so Sachen. Wirklich, dass ihr euch ein bisschen sicher fühlt. Das klappt mit Zeigen. Bitte? Zigarettenklappe mit zeigen. Das stimmt. Wobei, wenn du in einem Laden bist, musst du das manchmal auch erklären. Aber es macht einfach Sinn. Einfach so wirklich grundlegende Sachen. Und wichtig, lernt die Zahlen. 1 bis 10 ist... Ja, da gibt es einen relativ guten Trick, wenn man mit Lieferanten zusammensitzt. Die würfeln gerne. So habe ich tatsächlich die Zahlen gelernt. Trinkspiele, würfeln, ist tatsächlich, und so habe ich die Zahlen gelernt. Genau. Auch hier macht euch vorher Gedanken, wenn ihr die Lieferanten kontaktiert. Es gibt unglaublich viele Gegenfragen, die ihr bekommen werdet. Macht euch einfach vorher Gedanken, was will ich? Will ich wirklich ein Produkt? Das würde ich mich kurz an meinen Vorredner noch mit, oh, das ist ja so eine kleine Veränderung, eine Verpackung von Whiskygläsern. Ja, es gibt ungefähr 400 verschiedene Verpackungsarten. Das müsst ihr vorher wissen. Welche Dicke, welche Stärke, welches Printing, wollt ihr einen Blister, wollt ihr eine Colorbox? Das müsst ihr alles schon vorher wissen. Die Preise, die ihr auf Alibaba seht, sind null und nichtig. Die schaue ich mir gar nicht an. Das heißt, du kriegst sowieso eine Quotation, da steht ein Preis drin. Dann fängst du erstmal an zu verhandeln, okay, ich habe Details. Ich möchte meine eigene Colorbox. Wir brauchen ein deutsches Handbuch, wir brauchen ein englisches Handbuch. Vielleicht auch noch Französisch, Italienisch, wenn es Sinn macht. Dann, wie soll die Colorbox sein? Welcher Druck? Welche Verpackungsart? Das alles wird mit dem Chinesen diskutiert. Das heißt, die Preise, auch die ihr im Angebot als erstes bekommt, sind auch mehr so eine Richtlinie. Dann hast du auch immer noch häufig so einen Spaß. Dann fragt dich der Chinese, okay, gerade im Bereich Spielzeug, möchtest du jetzt Rohmaterialien, was 20% mehr kostet, aber definitiv Pflicht ist in Europa, oder gehst du das Risiko ein und machst es nicht? Der Preis, den du als erstes bekommst, ist normalerweise non-Ros. Frag nach. Sagt, okay, ich möchte das nach Europa verkaufen, ich brauche die Materialien, kriegst du das hin und gib mir dafür einen Preis. Ich möchte gar keinen anderen Preis. Klar, es ist verlockend. Und klar, es ist gerade auf Amazon, wo kein Richter, da kein Henker. Aber es wird sich ändern. Wir haben im Supermarktgeschäft jedes Jahr Minimum 8 bis 10 Mal mit der Bundesnetzagentur zu tun oder mit sonstigen lustigen Regierungsbehörden, die unsere Produkte rausziehen, die unsere Produkte testen. Auch hier macht euch darüber Gedanken. Die Produkte müssen richtig gekennzeichnet sein. Das ist immer der erste Ansatzpunkt. Wenn irgendjemand in den Supermarkt geht, nimmt eine Verpackung raus, die Verpackung ist komplett auf Englisch, weiß er, okay, das Ding ist scheiße. Das Ding ist schon, darf hier so in Deutschland nicht verkauft sein. Ihr braucht eine deutsche Verpackung. Ihr braucht ein deutsches Handbuch. Das ist Gesetz. Da gibt es nichts zu diskutieren. Ich weiß, ich kaufe tatsächlich auch auf Amazon und klar kriegst du eine englische Verpackung. Klar kriegst du ein chinesisches Handbuch. Aber es ist grundlegend nicht okay. Und ja, unsere Regierung ist vielleicht nicht ganz die schnellste, aber es wird kommen. Und wenn sie dann die Sachen rausziehen, dann habt ihr Späße wie Rückrufaktion. Komplett, die ganze Ware, Vernichtung, Strafe. Macht's nicht. Macht euch Gedanken darüber, wie kann ich das auf jeden Fall das Produkt so richtig nach Deutschland reinbringen. Und da haben wir noch gar nicht über Zertifikate gesprochen. Unser Lieblingsthema. Macht euch Gedanken,
oder informiert euch. Mein Tipp, am besten ihr fragt jemanden, der Ahnung hat, was für Zertifikate brauche ich für mein Produkt. Wir haben alleine, wenn wir als unser Beispiel jetzt einen ferngesteuerten Hubschrauber nehmen, wenn wir den testen lassen auf alle Zertifikate, die wir in Deutschland brauchen, sprechen wir von einem Amount beim TÜV von 30.000 Euro. Das ist Pflicht. Klar, das macht natürlich wahrscheinlich im Regelfall die wenigsten Leute, aber sprecht mit den Chinesen, sprecht erstmal hier mit jemandem, der Ahnung hat über Zertifikate, was muss ich beachten. Es gibt meines Wissens, vielleicht liege ich falsch, kein Produkt, was ihr aus China importiert, was nicht irgendein Zertifikat braucht. Richtig? Sehr wenig. Ja. Also, ihr müsst immer alles beachten. Gerade auch Lebensmittel. Und gerade jetzt, wenn ihr Sachen, die mit Lebensmitteln in Verbindung stehen, importiert. Das Zertifikat, wenn ich das machen lasse, kostet wirklich wenig Geld. Das könnt ihr machen. Normalerweise, wir haben die besten Erfahrungen mit der SGS in Hongkong gemacht. Wir machen auch in Shenzhen-Testings. Einfach arbeitet euch ein. Ihr habt auch die Verantwortung. Ihr bringt Produkte in den europäischen Raum. Ihr seid der Hersteller. Ihr seid voll haftend. Und wenn irgendwas nicht in Ordnung ist und es kann bewiesen werden, ihr habt euch nicht drum gekümmert, irgendwas passiert, dann werdet ihr eures Lebens nicht mehr froh. Sei es finanziell oder lass es ein Kind verletzen. Es ist uns passiert, wir haben Kickscooter importiert und ein Kind ist über den Daumen gefahren. Daumen ab. Okay? So Sachen passieren. Behaltet es im Hinterkopf. Das Geschäft mit China ist immer noch anspruchsvoll. Die Ansprüche dort sind anders als die, die wir hier haben. Grundlegend, wenn irgendwas in der Produktion schief läuft, wenn ihr schlechte Ware bekommt, sonstiges, das ist zu 95% eure Schuld, nicht die vom Chinesen. Ihr habt es nicht kommuniziert, ihr habt es vergessen, ihr habt Details vergessen, ihr habt es ihm nicht gesagt. Der Chinese weiß es nicht. Der Chinese kommt dann ein Kunde aus Deutschland, dann kommt ein Kunde aus Indien, kommt ein Kunde aus Südamerika, kommt ein Kunde aus Kenia, haben alle andere Ansprüche. Ihr könnt nicht erwarten, dass der weiß, was jetzt wirklich Pflicht ist. Ihr müsst das wissen. Und das immer im Hinterkopf behalten. Das müsst ihr auch von Anfang an mit dem Chinesen durchsprechen. Und am Ende wird dann noch verhandelt über den Preis, über die MOQ. MOQ, tolles Thema, auch finde ich auch immer ganz großartig. Und dann habt ihr tatsächlich erst den finalen Preis. So ein Produktfindungsprozess, wenn man das am Anfang macht, kann tatsächlich auch mal einfach die Diskussion mit dem Chinesen aufgrund Zeitverschiebung, aufgrund auch unterschiedlicher Kommunikationsart 3 bis 4 Wochen dauern, bis ihr tatsächlich irgendwann mal den finalen Preis vorliegen habt. Klar geht es schneller, wenn du weißt, was du machst, wenn du mit den Leuten schon gesprochen hast. Natürlich, aber am Anfang dauert seine Zeit. Sowieso meine Empfehlung, Geduld. Sprecht, sprecht alles. Sachen ändern sich auch gerne mal von einem Tag auf den anderen. Ihr habt was besprochen, deswegen nutze ich diese Tools, einfach weil ich es dann schriftlich habe. Weil, oh, ja, wir haben jetzt gestern über einen Polybeutel gesprochen, Preis habe ich dir gegeben, am nächsten Tag, ja, wie Polybeutel? Habe ich noch nie gehört. Passiert. Das heißt, ihr habt es schriftlich. Ihr habt es alles da und erzählt es ihnen nochmal. Erwartet nicht, dass 2 Schritte im Voraus gedacht wird. Das passiert nicht. Ist jetzt völlig Wertungspreis. Ist einfach so. Damit müssen auch wir uns arrangieren. Wir denken von A bis B, dann haben wir eine Menge Zwischenschritte. Beim Chinesen funktioniert es erst A, dann Zwischenschritt 1, final, dann nächster Zwischenschritt. Immer in der Reihenfolge. Sonst kriegt ihr irgendwas, was irgendwo nicht in Ordnung ist. Wie gesagt, 95% der Ware, wenn ihr Qualitätsprobleme habt oder sonst irgendwas, ist eure Schuld und nicht die vom Chinesen. Genau. Schöne Kommunikationstools. Einfach hier auch nochmal ein nettes Beispiel. Haben wir relativ viel auch, muss ich ehrlich gestehen. Ich glaube, es war knapp 250.000 von diesen lustigen Flummis mit Wasser gemacht. Ja, haben wir nicht drüber nachgedacht. Tatsächlich, dass auch ein bisschen Druck drauf kommt. Und dann kam, waren die, das ist ein Display, die kommen in der Displaybox.
In China alles super, warmes Wetter, alles total traumhaft. Die Ware kommt hier in Container, also im Container in China, kommt hier an, sieht so aus. Warum? Weil wir uns nicht genug Gedanken gemacht haben. Wir haben die Displays nicht stark genug gestaltet gehabt. Der Karton war nicht vernünftig. Wir haben die Container zu voll beladen. Und dann ist die Ware komplett verschimmelt. Die kannst du einfach in die Tonne treten. Und es ist nicht die Schuld vom Chinesen. Das ist unsere Schuld. Einfach, weil wir es nicht richtig gemacht haben. Das frisst du. Und es ist halt gerade im Anfang, wenn ich, oh, jetzt nicht unbedingt mit 500 Euro, aber ich habe mir jetzt 5000 Euro vom Mund abgespart, komme total auf die gute Idee, habe ein super Produkt, alles analysiert, alles traumhaft und dann kriegt ihr sowas. Das war's. Einfach wirklich Struktur, drüber nachdenken und macht euch einen Plan. Wie gesagt, nochmal Kommunikationsunterschiede beachten, es läuft auch einfach anders. Setzt euch ein bisschen mit der Kultur auseinander. Es ist auch spannend. Es ist eine komplett andere Kultur. Es ist super interessant. Ich mache das tatsächlich gerne, dass ich auch mal 2-3 Tage wirklich ins Land fahre, zu Leuten, wo es kein warmes Wasser gibt, wo die Frösche vom Fluss gefangen werden und dann zum Abendessen serviert. Das ist spannend. Ich finde das cool. Und es bringt euch im Geschäft einfach wirklich weiter. Je besser ihr die Kultur kennt, desto besser könnt ihr mit den Leuten sprechen. Als bestes Beispiel haben wir hier Shenzhen, ist glaube ich den meisten bekannt, die Elektronik, sonstige Stadt. Kein einziger Mensch ist in Shenzhen geboren. Shenzhen war 1970 ein Dorf von 30.000 Fischern, die jetzt alle unvorstellbar reich sind. Der Rest, ich glaube es sind jetzt 15 Millionen, kommen irgendwo her. Ist aber ein super Gesprächsthema am Anfang, okay? Ich weiß, es kommt keiner aus Shenzhen, wo kommst du denn her? Und dann sagt er dir, okay, ich komme jetzt hier aus Hunan, dann kannst du schon wirklich da anknüpfen. Dann sagst du, okay, Hunan finde ich cool, ich mag das Essen und einfach so ein bisschen auf diese Basis. Das bringt euch im Geschäft wirklich weiter. In Deutschland läuft alles anders. Ich habe auch lange in Deutschland Einkauf gemacht. Das ist eine andere Nummer. Ihr müsst einfach wirklich davon ausgehen, dass es wichtig ist für die. Ihr baut da aber auch Beziehungen auf. Das heißt, es ist demjenigen dann auch tatsächlich egal, ob es jetzt wirklich Geschäft ist oder nicht. Ihr könnt immer noch, wenn ihr Fragen habt, Probleme oder sonst irgendwas, zu demjenigen gehen und sagen, okay, hilf mir. Einfach eine andere Geschichte. Ich kriege jetzt noch Weihnachtskarten von Chinesen, mit denen ich seit 8 Jahren keine Geschäfte mehr mache. Passiert hier in Deutschland nicht. In Deutschland bist du feiern, forget. Kein Geschäft mehr, okay, das war's. Nicht immer, aber leider Gottes viel zu viel. Ich empfehle eigentlich, wenn ihr es richtig machen wollt, immer noch eine Inspektion vor Versand direkt vor Ort. Was wir jetzt auch anbieten, wir haben ein Lagerhaus in Dongguan. Dort können wir eine Inspection auch noch machen und Ware konsolidieren. Das heißt, ihr habt jetzt nur 500 Stück von irgendwas, wollt Frachtkosten sparen. Okay, sprecht uns an. Wir bringen die Sachen zusammen in ein Lagerhaus, packen einen Container voll, ihr spart eine Menge Versandkosten. Und macht tatsächlich wirklich Sinn, wenn ihr... Eine Frage. Ja. Bietet ihr auch den Vergleich von Sample zu fertigen Produkten an? Also, dass ihr wirklich die Inspektion so weit macht, dass ihr überprüft, ob das, was ursprünglich eingekauft worden ist, auch das, was versendet wird? Na klar. Okay. Also, es gibt natürlich, wir machen schon bei der Bestellung eine Product Description. Das heißt mit Bildern, wo müssen die Aufkleber hin, was muss genau exakt so aussehen und überprüfen das dann natürlich auch. Habt ihr 365 Tage jemanden da unten vor Ort? Ja. Super, dann kommen wir ins Geschäft. Macht aber einfach auch Sinn. Also du musst jemanden vor Ort haben, dem du vertraust. Hände hoch. Okay, grüne Haare hätte ich sehen müssen. Wenn ihr für den Versand konsolidiert, verzollt ihr auch gemeinsam, also dann den gesamten Container, oder muss das wieder jeder selber machen? Weil das sind ja meistens die größten Kosten, wenn man jetzt zum Beispiel die besagten 500 Stück hier Gummibälle, wie auch immer, verschickt. Nein, das geht hier, das ist mit KW-Commerce, das geht bei denen aufs Lager, das heißt, wird verzollt. Okay, das ist sehr komplett cool. Abgewickelt. Sehr, sehr cool. Okay. Auch für Samples. Was hier auch wichtig ist, apropos Samples, die Diskussion habe ich ständig mit meinen Kunden. Ihr fragt, ihr seht jetzt ein Produkt auf Alibaba, findet das total super, lasst euch ein Sample schicken. Die Chinesen schicken immer Samples, die schlechter aussehen als die endgültige Ware. Ich weiß nicht wieso,
Ich kann es mir nicht erklären. Es macht geschäftsmäßig überhaupt keinen Sinn, aber es ist tatsächlich so. Wie häufig habe ich dann die Diskussion mit dem Kunden, okay, das Produkt, das Sample sieht total verranzt aus, das ist dreckig, das ist verstaubt oder sonst irgendwas. Habt ein bisschen ein Bild. Das heißt, schaut euch das Produkt an, wirklich von dem Material, aber es geht nicht darum, ob das Ding jetzt rot ist oder blau oder ob das verstaubt ist oder sonst irgendwas. Das passiert alles in der Massenproduktion. Wir machen die Sachen schön, die Sachen werden in vernünftige Kartons verpackt, die Sachen kriegen eine vernünftige Verpackung, die Sachen sind dann natürlich auch sauber. Einfach ein bisschen Bild. Der Chinese schickt das einfach raus, hat es wahrscheinlich bei sich im Showroom gefunden und ja, hier, für den ist das in Ordnung, für uns meistens nicht. Behaltet es einfach im Hinterkopf. Muster, die ihr kriegt, sehen im Regelfall leider Gottes nicht so aus, wie sie gewünscht sind. So, mein Ausblick und meine Einschätzung der Zukunft. Ich selber sehe, dass sich China extrem schnell verändert. Ist ein riesen Unterschied, gerade, wir haben es angesprochen, durch die neue Regierungsform. In Shenzhen werden fast alle Taxis mittlerweile durch E-Taxis ausgewechselt. Das ist schon eine Nummer. Das heißt, es passiert was. Und es passiert was in einer Geschwindigkeit, die für uns wirklich schwer vorstellbar ist. Man kommt knapp 4 Wochen später wieder an einen Ort, da war vorher noch eine Baugrube, ist da ein Riesenhochhaus. Und das merkt man. Die Entwicklung ist rasend. Es gibt mittlerweile Regeln, es ist nicht mehr der Wilde Westen. Es war der Wilde Westen. Das muss ich tatsächlich leider auch sagen. Da hieß es dann auch noch, okay, der Chinese hat jetzt 24 Bier getrunken, der fährt noch Auto. Das war so, das findet nicht mehr statt. Es ist wirklich jetzt mittlerweile auch, ja, es gleicht sich an. Ist natürlich ein Problem, dadurch, dass sich dann natürlich auch die Ansprüche anpassen und auch die Lohnkosten. Stichwort ist hier immer schön Foxconn. Das zieht sich durch. Wenn bei Foxconn die Arbeiter rebellieren und mehr Geld bekommen, zieht sich das durch China durch. Ist leider Gottes, entwickelt sich zu mehr und mehr ein Problem, weil die Sachen einfach zu teuer werden. Meine persönliche Einschätzung ist, dass wir alle uns darauf einstellen müssen, auf relativ, also mittelfristige Zeit, wirklich uns auch andere Länder anzusehen, wie ich habe jetzt hier Vietnam, Laos, auch Osteuropa ist immer eine gute Alternative. Zum Beispiel Bulgarien. Ja, das ist aber auch schon. Ja, aber es sind also vom Versand her tatsächlich wesentlich kürzer. Und es ist billiger. Das ist die Frage. Ist die EU, ne? Ja, aber Serbien zum Beispiel ist ein guter Standort. Ja, oder Rumänien. Macht ihr das auch? Wir können das anbieten, aber ich bin kein Profi. Also ich muss mich einarbeiten. Also wir haben jetzt die ersten Aufträge mit Vietnam gemacht. War super. Qualität super, Ansprechpartner super, Fabrik super. Christian, da ja. Könnt ihr mal vorne auch in der ersten Reihe sitzen, den Holger anfragen. Holger Lewandowski von Omnideal, der ist da, er hat Erfahrung mit Vietnam und war auch vor kurzem dort. Also wenn ihr da Interesse habt. Genau, kann ich nur empfehlen, war super. Also kann ich, und exakt das gleiche Produkt, halb so teuer wie in China. Ist natürlich, es geht jetzt nicht um Elektronikprodukte, das war eine Rattanschüssel. Elektronikprodukte werden auf längere Zeit natürlich immer noch in China bleiben. Das heißt, wir müssen damit leben. Wir müssen uns auch anpassen. Wir müssen einen Qualitätsstandard auch für uns selbst im Kopf behalten und einfach auch tatsächlich damit leben, dass die Goldgräberzeiten in den meisten Produktsortimenten einfach vorbei sind. Macht's richtig, macht gute Qualität, bietet dem Kunden einen Mehrwert und einfach macht vernünftige Produkte. Wir hatten das Thema Chinesen auf Amazon. Das wird mehr werden. Ich habe mindestens einmal die Woche einen Chinese, der mich darauf anspricht, der sagt, okay, wie mache ich das? Kannst du mir helfen? Nein. aber die werden kommen. Gerade im Bereich Guangdong, Shenzhen, die Leute sind super gut ausgebildet. Die Leute sprechen alle Englisch, die Leute sind clever, die Leute sind jung, die Leute arbeiten sich den Arsch ab. Die wollen auch richtig was verdienen. Wir gehen in direkte Konkurrenz. Und ich persönlich befürchte, dass wir auf absehbare Zeit einfach zu langsam sind. Die werden das Geschäft übernehmen. Wir müssen uns darauf einstellen, wir müssen damit leben. Wir haben einen anderen Qualitätsanspruch. Das ist tatsächlich das, was uns hilft. Wir haben eine
meiner Meinung nach wesentlich bessere Struktur und einen Plan. Und darauf müssen wir das Geschäft aufbauen. Langfristig. Markenaufbau, Kundenbranding. Das ist tatsächlich das, was meiner Meinung nach der Weg in die Zukunft ist. Genau. Danke für die Aufmerksamkeit. Unser Service. Vielen Dank, Christian. Ja, habt ihr noch Fragen an Christian? Jawohl. Meine Güte. Inwieweit garantiert ihr, wenn ich über euch importiere, dass das Produkt, so wie ich es importiert habe, dann auf dem deutschen Markt zulässig ist? Oder sagt ihr dann eher nur so, das und das solltest du beachten, oder übernehmt ihr da schon eine Garantie für? Je nachdem, um welches Produkt es sich handelt. Also wenn wir wirklich was extrem professionell sind, dass es Elektronik sein oder sonst irgendwas, dann wir können es nicht hundertprozentig garantieren. Das funktioniert einfach nicht in dem Geschäft auch. Aber wir können zumindest auf jeden Fall eine Garantie abgeben, dass wir wissen, was wir tun. Einfach weil, ja, du hast manchmal einfach Punkte, dass in der Fabrik was rausgenommen wird. Du hast ein Mainboard in einem Produkt und das wird geändert. Und du siehst, guckst, kannst einfach nicht reingucken. Also es ist, auch hier nochmal, das Geschäft mit China wird auch immer ein Risiko bleiben. Also es gibt keine hundertprozentige Garantie. Vielen Dank erstmal für die tolle Präsentation. Danke dafür. Meine Frage, wie viele Mitarbeiter habt ihr so? Also wie leistungsstark seid ihr? Eigentlich machen wir das zu zweit. Das heißt, ich mache, eigentlich ist mein Hauptaspekt, ich fahre nach China, ich kümmere mich um Produkte, ich berate den Kunden, was macht Sinn, was ich für sinnvoll einfach als erachte als Produkt. Und mein Kollege ist für Zertifikate, Kennzeichnungen und auch zertifizierte Fachkraft für Spielzeugsicherheit dafür zuständig. Wir können, also es ist je nach Umfang natürlich, aber wir tatsächlich in einigen Wochen 20 bis 30 Produkte können wir Anfragen zumindest handeln. Was Versand, wenn es dann wirklich in den richtigen Bestellvorgang geht, ist es natürlich immer abhängig davon, wie viel Arbeit es ist. Da war die. Da. Funktioniert das auch andersrum? Also zum Beispiel habe ich jetzt ein Produkt, das ich eventuell gerne machen würde. Die Qualität von dem Sample, das ich mir schon habe kommen lassen, ist super gewesen. Bin mir aber halt jetzt eben nicht sicher, ob die Fabrik an sich super ist, sage ich mal, oder in Ordnung ist. Und Zertifikate weiß ich halt bei dem Produkt zum Beispiel auch gar nicht. Könnte ich da auch auf euch zukommen und sagen, hier, ich habe hier so ein Sample, die Firma kann ich euch ja dann mitteilen sozusagen. Und ihr helft mir dann, die Zertifikate zu kriegen, oder geht man in die Firma und checkt, wie da so die Arbeitsbedingungen sind? Na klar, das machen wir ganz viel, na klar. Ah, okay. Ihr lasst mich heute ganz schön rennen, Mensch. Was muss, das muss. Ich habe noch eine Frage, und zwar wegen der Alibaba-Seite nochmal. Also wenn ich das vorhin richtig verstanden habe, desto schlechter, desto eher habe ich die Möglichkeit, dass ich an der Fabrik dran bin. Ist nur so eine, ist meine persönliche Erfahrung. Okay, weil das war jetzt eben die Erfahrung, die ich gar nicht teile, weil ich habe eigentlich bisher nur die Erfahrung gemacht, desto besser und strukturierter die Seite ist und desto besser die Bilder sind, desto professioneller hat es auch auf mich gewirkt und desto professioneller war auch schlussendlich die Kommunikation mit den Firmen. Die Frage ist, ob du mit einem Trader zusammengearbeitet hast oder mit einer Fabrik. Meine Erfahrung ist einfach, je schlechter dass Alibaba auftritt, dann desto eher ist es eine Fabrik. Ich habe eine persönlich relativ divergente Meinung zu Tradern und Fabriken. Also es gibt absolut für mich auch sinnige Gründe, mit Tradern zusammenzuarbeiten. Aufgrund Sprache, aufgrund auch tatsächlich, dass die besser ausgebildet sind. Und es ist immer natürlich abhängig davon, auch welche Produkte du machst. Also klar, je besser du auch den Produktanspruch hast, also je höherwertiger das Produkt ist, desto eher hast du auch höherwertige Alibaba-Seiten. Wir haben einfach, aber wenn ich jetzt zum Beispiel wenn ich einen Besen mache, wirklich einen Standard-Haushaltsbesen, keine Ahnung, 5000 Stück für irgendjemanden, da ist meine Erfahrung einfach, je schlechter die Seite, desto eher habe ich einen Fehler. Die nächsten Hände hoch. So, ich nochmal. Arbeitet ihr auch mit Firmen zusammen, die Packages machen? Weil ich habe oft die Erfahrung gemacht, ein Händler bietet
meistens eine Blistercard an, dann habe ich auch nur eine Möglichkeit, eine Blistercard bei ihm zu nehmen, weil er dann gar keine Kartons anbietet oder nicht die Möglichkeit dazu hat, Kartons auszufertigen oder erst ab 10.000, 20.000 Stück vielleicht. Normalerweise klar, also je nachdem, welche Produkte, welche Menge. Das ist eigentlich mit ein entscheidender Punkt für MOQs, ist die Verpackung. Weil normalerweise ist es im meisten Fall dem Lieferanten egal, der würde dir auch 200 Stück schicken. Aber das Printinghaus oder die Verpackungsfabrik fängt halt erst an bei 1000. Das heißt, dann ist das die MOQ. Und je nachdem, was du brauchst, können wir dir natürlich auch Verpackungen in die Fabriken schicken. Wir haben auch schon vor Ort Produkte zusammengeführt. Funktioniert auch ganz gut. Einfach, okay, ich habe jetzt eine Idee, ich möchte aber dazu noch ein Gimmick dazu packen. Keine Ahnung, ich will eine Tasche machen, da soll noch eine iPhone-Hülle dazu. Okay, führst du zusammen, lässt es dort verpacken, funktioniert auch prima. Also das ist alles natürlich machbar. Ich würde sagen, dann hören wir jetzt mit der Fragesession auf. Der Michael, der steht hinten schon ganz nervös und schacht mit den Füßen. Er möchte uns die Geheimnisse rund um Amazon gleich nach einer Pause erzählen. Und dann bedanke ich mich nochmal bei dir, Christian, haben wir dafür das erste Mal gemacht, das ganz großartig.